Es kann kein Zufall sein, dass die Hymne der Deutschen übers Fliegen im selben Jahr entstand wie dieser Flughafen in Tegel, 1974 war das, und dass der Erfinder dieser Hymne sogar hier um die Ecke aufgewachsen ist und gewohnt hat und sich deshalb vorstellte, wie es wohl wäre, über den Wolken und in grenzenloser Freiheit, gerade in dieser geteilten Stadt Berlin. So wehmütig, wie einst Reinhard May das Fliegen besang, so nehmen die Berliner jetzt Abschied von dem kleinen Flughafen, der anders als sein großer Nachfolger mittendrin liegt, im Herzen dieser Stadt. Griet von Petersdorf über die Abfertigung einer Legende. Es ist leer, es ist ruhig auf dem Flughafen Tegel. Bald sind auch diese wenigen Maschinen weg. Endzeitstimmung, verstärkt durch Corona. Ohne die Pandemie wäre wohl bis zum letzten Tag der Teufel los. So ist es ein langsames Vor-sich-hinsiechen. Der Umzug zum BER läuft schon seit Sommer. Heute sind die Cargopaletten dran für schwere Fracht. Die Pandas zum Beispiel wurden damit transportiert. Mehmet Kozak begleitet das Ganze, ein überzeugter Tegelianer. Er wird auch ein überzeugter BERler sein. Aber Abschiedsschmerz ist schon da. Ja, leider. Leider. Wie geht's für Sie dann weiter? Wie das Leben auch. Geht weiter. Alles klar bei uns? Dann sind die Gepäckwagen dran. Ausgedient in Tegel, neues Einsatzgebiet. Der BER. Noch ein bisschen nach hinten. Nach hinten. Gut, ablassen. Rauf geht es auf die Straßen gen Süden, nach Berlin-Schönefeld. Umzugsaktivitäten auch im Flughafengebäude. Tegel bald ausgeflogen. Devotionalien wie diese haben bald Sammlerwert. Es herrschen Leere und Gemächlichkeit. Ein Flughafen ist ja an sich eine Durchgangsstation, bloß schnell weg. Aber jetzt kommen viele gerade wegen des Flughafens, wie Siegfried Neumann. Auf der Besucherterrasse war er schon. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, naja, ich muss noch mal hingehen, um hier unten noch ein paar Fotos zu machen. Ja. Ja, und da bin ich heute hier. Ja. Ja. Tut es weh? Wie bitte? Tut es weh? Ja, jetzt tut es einem weh, dass es in Schönefeld. Und da werde ich nicht hinfahren. Ich bin einmal da gewesen zum Tag der offenen Tür. Aber das ist mir ganz einfach zu weit. Abschiedsstimmung auch hier im sogenannten Backoffice. Auch das Gehirn des Check-in genannt. Werden Rollstühle gebraucht, gibt es alleinreisende Kinder. Und viele andere Herausforderungen werden hier gemanagt. Also den 345 gibt es mal wieder. In Lissabon streiken sie. Oh. Das heißt, für die Passagiere, die dort ankommen, die Flüge, die haben schon die Anschlüsse geändert, sodass das passen sollte. Und welche neuen Corona-Bestimmungen mehr, ne? Ja, die ändern sich ständig. Ja, ja, also, ich weiß. Echt immer nachgucken. Es ist stressig geblieben. Für Anja Voss von Aeroground ist es heute der letzte Tag in Tegel. Ihr Kollege Farid Afetouch bleibt noch etwas. Das siebte noch am Machen. Genau. Er macht das Licht aus. Dann mache ich Licht aus. Licht aus. Genau. Du bist da und machst das Licht aus. Sehr schön. Ja. Bisschen Neid. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob ich neidisch bin oder nicht. Also ich will es irgendwie knickknack, dann ist. Dann ist vorbei, bloß nicht sentimental werdend. Ja. Die Ladegruppe ist unterwegs fürs Gepäck. Abschied hin oder her, Lademeister Atajan Karatersi will, dass es glatt läuft. Hamza, gehst du bitte in den Laderaum? Ja. René, du fährst das Band dran. Wir weichen nicht von den Abfertigungsregeln ab. Insbesondere bitte auf die Ladehöhe achten. Alles klar. Attacke. Endlich mal wieder eine Maschine, die fliegt. Es geht nach Funchal in Portugal. Manche Touristen mit Urlaubslust gibt es also noch. Die langen Zeiten zwischen den Abfertigungen sind gewöhnungsbedürftig, findet Supervisor Andreas Ernst. Einst hatte er im Flughafen Schönefeld begonnen, dann war er kurz in Tempelhof, lange in Tegel und jetzt bald wieder Schönefeld. Es ist schade, aber es ist auch gut. Der Flughafen ist weit über 40 Jahre alt. Also hat man schon gemerkt von der Abfertigung? Man hat es gemerkt an den Abflugbändern, an den Ankunftsbändern, dass da doch die eine oder andere Störung war, die dann sich gehäuft hat, was auch bei uns zu Verzögerungen geführt hat in der Abfertigung. Ja. Selten zog sich ein Abschied so lange hin, 8 Jahre. Man hatte sich schon darauf eingerichtet, dass es immer weitergeht. Doch jetzt sind die Besucherterrassen ausgebucht. Noch einmal in Tegel sein und dann ist auch dieses Flughafenkapitel beendet.